Komfort. Ey. Das ist so ein bisschen Black Hawk Down-mäßig, ey. Aus der Stadt raushauen, abhauen, ne? Ja. Und ich finde nur noch der Helikopter. Genau, der Heli, der jetzt da irgendwo ist. Jetzt gehe ich mal wieder auf die Klippe hoch da. Kannst du die auch abhängen jetzt irgendwie? Also dass die. Oh, die... Aber im Moment. Ach komm. Nice. Ui. Ha. Ja, cool, ja, noch eins. Aber brauche ich nicht. So, fertig. Ruf gesteigert. Jetzt können jetzt fahre ich wieder zurück. Und ist die Aufgabe jetzt erlöst und jetzt hole ich mir dann den nächsten Auftrag. Also ist das einfach nur ein einfaches Hin und Her auch manchmal? Ja, natürlich. Auftrag erledigen, wieder zurück. Okay. Nächsten Auftrag holen. Bei der anderen, es gibt halt die UFLL und die APR. Das sind halt zwei so Banden, die mögen sich überhaupt nicht. Okay. Und dann gibt es halt noch die normalen Aufträge. So kleine Nebenquests sind das. Die sind halt... Da kriege ich halt Tabletten, weil ich habe Malaria und ab und zu dann wird mir ganz grün vor der Augen. Und dann muss ich mir Tabletten halt holen. Das ist dann auch so eine Mission. Okay. Muss ich halt so Bücher, muss ich dann so komischen Einwanderern oder Auswanderern holen, so Ausweise. So. Jetzt könnte ich mir sogar einen Auftrag holen beim Waffenmann. Kann ich ja mal machen. Die sind meistens ein bisschen schwieriger. Nur ich kriege dann halt extra Waffen freigeschaltet. Das ist doch geil, hättest du auf irgendwann so eine riesen Wumme. Ja. Probier ich mal aus. Da ist er. Kleiner Nebenjob gefällig? Hier mein Problem. Dieser Ukrainer will sich in mein Geschäft drängen. Er erwartet eine Lieferung. Miese Ware, alles illegal. Sie stoppen diesen Konvoi, dann besorge ich Ihnen was Besonderes. Das nenne ich Geschäftsgeist. Jetzt muss ich kurz gucken, wo ist der Auftrag? Na, runterfahren. Manchmal liegt es auf einer ganz anderen Karte-Seite. Da musst du komplett ganz runterfahren. Okay. Weißt du, wenn ich diese Felsen und so sehe, ne? Hm. Dann habe ich irgendwie Bock auf Red Dead Redemption. Obwohl wir das Spiel nicht haben. Oh, ich muss doch ganz runter, ey. Oh. Cool. Bin schon wieder weggeballert. Ja. Es könnte sein, dass die mich verfolgen, nur ich kann. Komm hinter mir, ja? Ich sehe keinen. So, jetzt mach ich mal kurz mein Auto heile. Das geht auch. Doch, da kommen wir. Was ist hier los? Oh, ich bin gleich tot. Nein, ich will nicht sterben. Bist du aber. Aber wo bist du dann? Mir wird aber geholfen. Hä? Im Spiel kannst du nicht sterben. Echt nicht? Dir wird normalerweise immer geholfen. Und wo kommt der Typ jetzt her? Das war ein Freund. Aber der war doch vorher nicht da. Die sind einfach dabei, die habe ich im Gepäck. Ey, das ist ja geil. Ja. Sowas sollte öfter gehen. Weil manchmal nervt es ja, wenn man stirbt und dann muss man wieder reinlaufen. Lass mich mal eine Patrone aus der Hand holen. Jetzt nehme ich mir nochmal eine Spritze. Ist ja geil. So, jetzt ist meine Beziehung zu ihm verbessert. Ich muss mal gucken, wo bin ich. Ach, da bin ich noch immer. Und jetzt bleibt er erstmal wieder bei dir, bis du abgehauen bist. Ja, finde ich doch. Okay, warte. Jo. Aber ganz kurz nur. Auto ist jetzt weg, jetzt kann ich laufen. Jetzt siehst du mal, wenn ich laufe. Und das ist halt nervig. Ist da hinten Wüste? Ja. Cool. Doch, das sind meine Autos. Jetzt repariere ich mal das Auto. Das geht auch ganz schön. Das finde ich echt geil, dass man so geholfen wird, nicht sterben kann. Ich gehe über meine Dings hier. So. Ach, von da. Kann das Auto auch explodieren, oder? Ja, natürlich, klar. Wann denn? Ich könnte jetzt, warte mal, ich fahre mal ein bisschen weg. Ja, ich möchte jetzt nicht meine Patronen eigentlich jetzt nicht dafür... Dann musst du es nicht. Ich kann mir ja vorstellen, wie es explodiert. Ja. Es kann auf jeden Fall explodieren. Warte mal.
Fahren wir mit dem mal ein bisschen weiter weg. Das war ja viel. Ach, das ist... Das kann ich mal Feuer zeigen, genau. Ah. Durch den Wind. Zack, da. Verbreitet sich jetzt immer mehr. Wie so ein Lauffeuer. Aber geht wieder aus, ne? Ja, irgendwann schon. Ich kann jetzt auch Dings machen, warte. Man kann auch Bäume anzünden normalerweise. Doch jetzt. Wo? Oh, das ist... Schnell weg, ey. Okay, das könnte man echt gut für Gegner nehmen oder so. In Afrika ist das, ne? Oder? Das ist in Afrika, ja. Ja. Also, denken wir doch. Müsste sieht ja so aus. Doch, ist in Afrika. Das ist eigentlich meine Aufgabe. Warte mal, ich... Ach, ein Konvoi zerstören. Das ist mal schön. Kann die irgendwo eine Mine hinlegen. Und dann, ach, Kacke. Doch, warte mal, ich fahre da lang. Dann schalte ich mein Dings da frei, mein Häuschen. Weil da unten das blinkt, das ist mein Häuschen. Okay. Das ist halt so eine Diskette und so ein Zelt. Wird angezeigt. Das ist aber noch gesperrt. Da sind halt 2 bis 3 Wachen sind davor. Also Leute. Wenn ich die umknalle, dann plötzlich steht dann da. Verbesserung. Ach so. So, schauen wir mal. Das ist auf jeden Fall eine geile Umgebung. Da ist das Häuschen. Tiere auch. Gibt's ja auch. Antilopen, Gazilopen. Wie nicht alle heißen. Gazilo. Na, Scherz. Gazilo. Mal gucken, wo sind sie? Da. Das waren die. Ja, Unterschlupf freigeschaltet. Jetzt kann ich da reingehen. Hier kann ich auch theoretisch in den Koffern kann ich was verstecken. Kann ins Bett gehen. Ja. So. Kann ich die Uhr einstellen. Das ist eine Hightech-Uhr. So, machen wir auf 7 Uhr. Jetzt sieht man halt so schön den Wechsel. Jetzt wird es langsam dämmerig. Sehr schön, ne? Ist das richtig Zeitwechsel? Auch wenn du, sag ich mal, länger rum, ja, klar. Länger rumläufst, dann schön die Nacht. Ja. Ist ja geil. Finde ich auch cool. Was für ein Scheiß hast du jetzt vor? Hast du mit einem Mann geschlafen? Ja, der pimpert immer mit mir rum. Aber ich will nicht. Ist daher. Oh, du bist gittig. Gittig? Nee. Gittigt? Nee. Wie nennt man das? Gäst. Nee, Gäst ist der Baum. Durchs Gebüsch. Gebüsch. Gittig. Durch die. Boah, boah. Nur mal kurz mal gucken. Boah. Fuck. Oh, das sind wieder böse. Jo. Boah, fuck. Auf die Brücke! Da muss ich mal machen, ey. Monster war alles auf. Waffel. Jetzt ist er immer zum Informationsstand. Solche Dinger kann ich auch freischalten. Aber da muss man halt alle umbringen und dann hat man dann halt hier die Munition. Aber gibt's hier ein Boot irgendwo? Da. Aber sag ich mal, wenn alles freigeschaltet ist, dann trifft man noch fast auf keine Leute mehr da, oder? Ja, das ist das. Du kannst die freischalten, aber die Leute kommen trotzdem. Achso, die kommen trotzdem, ne? Ja. Fahren wir mal lieber Boot, ey. Also ein lahmes Boot, aber das reicht, ey. Welches Spiel hat schon ein Boot? Nicht alle Spieler haben Boote. Nee. Mhm. Ja, jetzt kann ich zwar nichts mehr sehen, darum muss man immer auf den Kompass da lieber gucken. Auf das GPS. Boah, das sieht geil aus, wenn du nach links. Dieser Felsen da. Ach, da habe ich schon freigeschaltet, genau, da war ich schon drauf. Jetzt muss ich mal gucken, wo ist denn das überhaupt? Ey? Guck mal, wo los. Ach, sehe ich das schon? Ach, da hinten ist der Konvoi. Puh, da können wir noch lange fahren, ey. Vielleicht mal bis zum Ende des Sees. Aber mir jetzt bitte nicht in die Arme von den Trotteln da. Halte ich mal am besten hier an. So. Jetzt ist raus. Ja. Und raus. Nein, ist immer ein bisschen schwierig. Und so, du musst jetzt einfach da gleich schön... Ja, du musst den Konvoi, der daher fährt. Guck da unten fährt er.
den muss ich jetzt zerstören. Aber erstmal muss ich da hin. Der fährt ja das Problem. Es könnte sein, dass der jetzt gleich woanders wieder herfährt. Da muss ich immer hinterherlaufen, ganz schnell. Darum ist es besser, eigentlich ein Auto zu haben und da schnell hinzufahren. Ah, das hast du nicht. Ja, den Weg wusste ich gerade nicht mehr. Ich bin da gerade, hab mich verfahren. Da oder so. Ah, über den Hügel. Das ist geil, man kann halt überall hinlaufen. Ja. Man kann das alles erkunden. Ich könnte jetzt hier erkunden, das Ding, vielleicht ist da Diamanten, gibt es da drin. Aber dann meistens blinkt dann immer so ein Lichtchen bei meinem GPS. An der Seite. Ja, mal gucken, wo sind sie? Da. Müsste die eigentlich gerade drauf zulaufen, ne? Ja, nicht ganz. Hinter dem Hügel da. Mal gucken. Und du musst einfach dann erraten, wo die herfahren. Die könnten auch drehen oder so. Ja. Komm, muss ich mich beeilen. Jetzt, guck da. Jetzt blinkt es. Jetzt muss ich... So. Da, da ist der Koffer. Ah. Das sind also Verstecke. Also ein kleines... 17 von 221 Verstecken. Aber es gibt noch viele Verstecke. Ja, das ist noch... das dauert noch. Mal gucken. Guck, jetzt fahren sie wieder zurück, ey, die Arschgeigen, oder? Jo. Boah, kacke, ey. Vielleicht machen die ja immer so ein... Ja, das könnte, das ist meistens so. Darum ist es jetzt auch nicht so schlimm. Was ist das für ein Baum denn da hinten? Warte mal. Was denn einfach nehmen? Das ist normal. Das ist aus wie hier so ein Baumhaus, ne? Von hier. So wie so ein Wachturm da oben drauf. Hm? Ja. Können Züge rauffahren? Nee, ne?